Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir waren gestern im Regen auf dem Flohmarkt und ich habe euch ja versprochen, meine mega, mega Ausbeute zu zeigen. Leute, wir hatten richtig Glück im Mega-Regen, würde ich sagen. Ich zeige euch erstmal die Sachen, die ich selbst gekauft habe. Und ich erzähle schon mal vorher, nachher, es war halt wirklich, es war so ein ekliger Regen und wir waren so froh, selbst keinen Flohmarkt gemacht zu haben. Wir wollten nämlich eigentlich unbedingt an dem Tag Flohmarkt machen, haben uns dann aber doch dagegen entschieden und wir waren wirklich froh. Und dann die Leute, die Flohmarkt gemacht haben, die sind ausgerastet, die waren so nass, alles war nass. Die haben nachher alles verschenkt und ja. Davon habe ich natürlich einiges mitgenommen. Und das will ich euch jetzt alles mal in einem Video zeigen, weil es wirklich eine Masse ist. So, fangen wir an erstmal mit dem Teil, was ich gekauft habe. Und zwar für die Kleine. Neue Krabbelschuhe für die nächste Schuhgröße. Oh mein Gott, Leute, sind die nicht süß? Und wisst ihr, was ich bezahlt habe? 1,50. Die sind nämlich immer super, super teuer. Bestimmt 30 Euro haben die neu gekostet. Also da habe ich auf jeden Fall mega den Schnapper gemacht. Dann als nächstes für die Kleine haben wir mega Mangel aktuell, ein Schlafanzug. Der ist ein bisschen dicker, aber sie schläft irgendwie aktuell immer ohne Decke. Und zwar irgendwie, ich decke sie immer zu und sie dreht sich immer weg und wie auch immer. Also habe ich den hier mitgenommen, da habe ich 2 Euro für bezahlt. Der hat auch wieder Füße. Das ist jetzt auch schon Größe 86. Wir haben sie ja letztens im Krankenhaus gemessen, sie waren schon 83 cm groß. Ja, so, nächstes Teil ist diese Jeansjacke. Ich hatte mir leider eigentlich eine bei Kleiderkreise bestellt. So, sie ist doch nicht da. Und dann habe ich sie gesehen, dachte ich, falls sie wieder nicht ankommt, habe ich die mitgenommen. Einfach eine ganz schlichte, ich bin mir hier mit den Nieten nicht ganz so sicher, aber Leute, für 2 Euro habe ich sie auch mitgenommen. Und dann noch ein Teil, da habe ich richtig lange überlegt, ziehe ich das an oder ziehe ich es nicht an. Das ist hier so ganz fein bestickt, wie ihr seht. Das ist aus so einem Crop Top zum Binden. Irgendwie fand ich es echt ganz cool und deswegen musste es mit. Dafür habe ich 3 Euro bezahlt. Also ich habe insgesamt, glaube ich, 9 Euro ausgegeben. Und jetzt kommen wir zu meinem Verschenkenberg. Oh wei, da ist schon die Hälfte runtergefallen. Also ich habe auch ein paar Sachen mitgenommen, wo ich dachte, die kann ich ganz gut selbst weiterverkaufen. Unter anderem diesen Rock mit Preisschild. Oh. So. Ja, passt der Kleinen, glaube ich, nicht mehr, ist aber noch richtig gut und da wir auch Flohmarkt machen wollen, warum nicht? So, ich schmeiße das jetzt mal alles weg, was ich schon gezeigt habe, weil hier ist echt viel. Dann habe ich noch 2 Jeans für die Kleine mitgenommen, also hier einmal ganz schlicht von H&M. Das ist ja mehr so Jung-Style, aber ich glaube, ich würde sie ihr auch anziehen, wenn sie passt. Warum nicht? Halt so für den Spielplatz, also finde ich das immer ganz cool, gerade wenn es noch so kalt ist, ist es an den Beinen immer ein bisschen besser als nur eine Leggings oder eine Strumpfhose. Und die sind, finde ich, zum Einsauen perfekt. So, nächstes Teil. Achso, noch eine Jeans, also noch eine dritte. Kann man nie genug haben. Dann habe ich mitgenommen. Ich bin ja aktuell gerade in meinem, ja, kreativen Wahn. Es ist ein Männerhemd, ich möchte daraus was machen. Jetzt habe ich festgestellt, dass es hier an den Ärmeln solche Dinger hat. Aber auch daraus kriegen wir irgendwas Schickes kredenzt. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es klappt. Obwohl, ihr könnt schon gespannt sein auf die nächsten Videos. Ja, dann haben wir mitgenommen. Auch noch zum Weiterverkaufen hier so eine coole Sweatjacke. Vielleicht checke ich sie auch meiner Cousine für den Kleinen. Obwohl, das ist eher so Mädchenstyle. Mal schauen, da finde ich noch einen Abnehmer für. Dann, oh mein Gott, da habe ich mich so gefreut. Sie war auch zu verschenken. Eine Jeansjacke für die Kleine. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Da können wir einen Partnerlook geben quasi. Ich hatte das letztes Jahr schon meiner Freundin gesehen. Die Kleine hatte auch immer eine Jeansjacke im Sommer über. Oh mein Gott, war das süß. Das ist jetzt schon Größe 92 von H&M. Sollte hoffentlich im Sommer passen. Ich fand sie so süß. So unfassbar süß. Ja, dann habe ich hier nochmal ein Body mitgenommen. Das ist ja bei uns auch immer so Mangelware. Hier ist noch ein zweiter. Nee, doch nicht. Hier ist noch so ein kleines Kleidchen. Das dachte ich, kann ich auch weiterverkaufen. Das ist auch noch, ja, voll in Ordnung. Ist jetzt gerade ein bisschen dreckig, wie gesagt, weil es war alles nass. Jetzt muss ich alles nochmal durchwaschen. Dann auch noch für die Kleine, für den Übergang, so ein rosa Mantel, so ein dünn. Oh mein Gott. Ja, den fand ich auch mega niedlich.
hier mit so einem kleinen Aufdruck. Ja, halt so ein Mantel für den Sommer oder für den Übergang jetzt vielmehr. Perfekt, habe ich mich mega gefreut. So, machen wir weiter. Hier ist noch eine Hose, die ist auch noch richtig gut. Mit Füßen, die wollte ich auch weiterverkaufen, sobald ich das dann hinbekomme. ja, noch eine Hose, die auch noch echt gut ist, die wollte ich auch weiterverkaufen. Echt niedlich. Wenn ihr Bock habt, könnte ich die Sachen auch an euch verlosen. Es sind natürlich jetzt unterschiedliche Größen. Ich glaube, ja, okay, so zwischen 62 und 68 die Kleidungsstücke. Sind aber noch echt gut. Also wenn ihr Bock auf eine Verlosung habt, schreibt mir das gerne. Dann habe ich für die Kleine noch diese Jacke hier mitgenommen. Die ist auch noch wie neu. Die sollte jetzt im Winter vielleicht passen. Das ist jetzt schon Größe 104. Muss ich mal schauen. Aber sie musste einfach mit. Ja. Wo wir schon bei Jacken sind, ich habe noch eine Jacke mitgenommen. Und zwar diese hier für den Winter, falls sie dann noch passt. Die ist auch so ein bisschen tailliert mit ein bisschen Fell hier an der Kapuze von innen pink. Kann man nichts falsch machen, würde ich sagen. So, dann habe ich noch, ja, das war glaube ich so ein kleiner Fail, so ein Kleidchen, aber es passt ja glaube ich auch nicht mehr. Es ist eine 62, aber wie gesagt, finde ich bestimmt auch noch einen Abnehmer für. Ja, dann hatte ich noch, ja, wie gesagt, für meine kreative Phase dieses Kleid hier von Only, so ein Sommerkleid. Ach, vom Ding her gefällt es mir, also der Stoff gefällt mir nicht so gut, also dieses Muster, ich weiß noch nicht. Irgendwas werde ich draus machen, vielleicht auch ein Crop Top oder so, mal schauen. Ja, hinten ist das so gerafft, ich weiß gar nicht, ob man das erkennt, so. Ja, es ist so ein längeres, ist ein bisschen so ein Bauernkleid. ja, weiß ich noch nicht. Irgendwas wollte ich daraus nähen. Mal schauen. Und zu guter Letzt habe ich noch diese Krabbelschuhe mitgenommen, die man auch zu verschenken. Die werde ich auch weiter verschenken oder weiter verkaufen. Fand ich mega niedlich eigentlich. Damit kann man auch nie was falsch machen. Die Dinger sind eigentlich so teuer. Und ich dachte, warum nicht? Ne? Von nix kommt ja nix. Ich wollte der Frau eigentlich auch noch Geld geben, aber zack, wollen sie weg. Ist okay. Dann nicht. Ich dachte so aus Nettigkeit, weil die hat richtig viel verschenkt und wir können damit richtig viel anfangen, gerade über die Jeansjacke oder so. Dachte ich so, dann gebe ich ihr einfach 1-2 Euro, dann freut sie sich. Zack, weggefahren. Ist okay. Einfach ihre Sachen da gelassen. Naja, wie auch immer. Das war's schon mit meinem Haul. Es war doch einiges. Also hier liegt auf jeden Fall ein riesen Stapel. Wir haben uns mega, mega gefreut. Dafür waren wir auch klitschepitsche übernass. Die Kleine natürlich nicht. Die hatte ihren Luxus-Buggy mit hier Regenaufsatz und wie auch immer. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon von euch. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr von solchen Flohmarkt-Hauls sehen wollt. Weil ich bin da doch das ein oder andere Mal schon auf dem Flohmarkt. ja, und dann verlinke ich euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr, sehr gerne abonnieren und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.